Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal New51. Wir spielen ein neues Minecraft-Projekt und zwar Minecraft The World Before. Mein neues Modpack, das ich selbst gemacht habe. Ja, ihr findet alle nötigen Informationen dazu auf meinem Discord, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, ihr seht hier unten 166 Mods sind installiert. Viele davon sind natürlich auch notwendig, um alle Mods miteinander zu kombinieren, ne? Also es sind nicht wirklich 166 verschiedene Mods jetzt, die wir hier spielverändernde Elemente mit ins Spiel bringen, sondern es ist einfach nur, dass alles zusammen läuft. Aber ich will auch gar nicht so lange reden. Wir gehen rein und wir machen auf einfach erstmal. Und das machen wir auch an, falls wir irgendwann mal fliegen wollen. Auf jeden Fall nenne ich das Ganze wie immer Let's. Ja, perfekt. Schreiben kann ich nicht. Hat sich nichts zum letzten Mal geändert. Let's Play. Wir könnten hier, theoretisch können wir noch irgendwas einstellen. Nö, wir könnten einen Seed eingeben. Lasse ich aber einfach das Spiel einen Seed erstellen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir spielen wieder mit dem Minecraft Comes Live Mod. Das bedeutet, wir erstellen uns jetzt gleich einen Charakter. Ich bin mal gespannt. Ich habe sehr, 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 sehr viele Mods, die Welterstellung beeinflussen. Also quasi, wie die Welt generiert wird. Ja, deswegen seht ihr auch hier schon, das dauert eine ganze Weile. Ich werde meine Facecam jetzt auch nach unten machen. Denn da ist das besser fürs Let's Play. Ich wollte es nur am Anfang oben haben, damit ich da unten nichts abschneide. Auf jeden Fall, ich werde die erstmal hier unten in der Ecke lassen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, ob ihr die lieber in der Mitte oder unten wollt. Oben verdeckt sie halt Informationen vom Spiel. Deswegen würde ich sie da nicht hinpacken. Ich glaube, ich würde sie erstmal hier unten lassen, weil in der Mitte ist auch irgendwie komisch. Das dauert ganz schön lange hier. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich habe schon ein paar Testanläufe gemacht, aber das ist jetzt der erste Finale. Und ich werde ein bisschen auf die Mods eingehen, die installiert sind. Zum Beispiel der Minecraft Comes Alive Mod. Den kennt ihr schon, wenn ihr schon länger meine Minecraft-Videos guckt. Den habe ich eigentlich immer drin. Hier gehen wir auf Vanilla, damit wir unseren Charakter nur vererben und nicht sehen. Ich habe ja einen eigenen Skin, den will ich natürlich sehen. Ansonsten wird euch das hier wird quasi euer Skin und euer Erbgut. Wir stellen aber ein, dass das nur unser Erbgut wird. Deswegen Vanilla. Größe. Ich mache den mal ein bisschen größer. Ja. Ich mache mal hier die Hautfarbe, mache ich mal irgendwie hier so. Ist, glaube ich, okay. Kleidung wählen wir mal eben aus. Könnte ich eigentlich, habe ich beim letzten Mal schon gesehen, ist hier so ähnlich wie mein Skin von den Farben her. Deswegen würde ich das nehmen. Wir wollen natürlich auch noch das Gesicht mit dunklen Augen. Immer so. Ja, perfekt. Dann wollen wir Haare, würde ich sagen. Boah, was kommt mir am nächsten? Das hier ist eigentlich schon ganz gut, oder? Nehmen wir das und ich würde hier so ein... Ja, so ein braun... Wobei meine Haare sind eigentlich schon ein bisschen dunkler sogar. So würde ich, glaube ich, machen. Okay, Eigenschaften lassen wir normal. Wer meine Let's Plays kennt, ist es eigentlich Tradition, dass wir immer in einem verschneiten Dorf anfangen. Und es wird auch einfach mal Zeit, diese... Ja, wie soll ich sagen? Tradition zu brechen. Oder, Leute, wir fangen diesmal woanders an. Und zwar würde ich sagen, wir fangen in einem ebenen Dorf an. Eines Tages hattest du genug und entschiedst dich, die Welt zu erkunden. Du hast schneebedeckte Berge und schwüle Sümpfe bezwungen und bist den Husks in endlosen Wüsten ausgewichen. Mitten in einem Flachlandbiom haben sich ein paar Dorfbewohner eine Siedlung gebaut. Das Klima ist gemäßigt, die Menschen freundlich. Vielleicht haben sie Platz für einen weiteren Siedler. Ja, vielleicht haben sie das und damit sind wir drin. So, und ihr seht jetzt schon da oben, da sind manchmal natürlich so Achievements und so ein Kram. Und wenn da jetzt meine Facecam wäre, würden wir das gar nicht sehen. Oh, hier ist ein Kind. Hallo Kind. So, ich muss nur noch mal ganz kurz hier oben in OBS die Vorschau ausmachen. So, damit ich mich da oben nicht als selbst spielen sehe. Und hallo Margot, wir haben hier das Buch jetzt bekommen, Beziehungen und du, das kennen wir schon. Ich lasse es erstmal weg. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Erstmal geiler Spot hier eigentlich direkt, wo wir gespawnt sind. Am Meer, was ist das? Achso, ein Tintenfisch. Und wirklich schön, muss ich sagen. Wirklich schön. Es ist auch das erste Mal, dass ich nicht den Physics-Mod mit drin habe, weil der mit der neuen Shader-Version hier noch nicht kompatibel ist. Und ich sagen muss, der Physics-Mod ist schon geil. Was ich am geilsten finde, ist natürlich das Wasser mit dem Physics-Mod. Und dass, wenn man hier gegen so Sachen läuft, dass die dann so umgebogen werden quasi.
Aber darauf müssen wir jetzt leider verzichten, bis es da eventuell einen Patch gibt, dass die neue Version hier mit dem Shader funktioniert. Mal gucken. Deswegen, der ist erstmal nicht drin. Complementary Shader, wie immer. Allerdings unbound und ein bisschen modified by myself. Ja. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich habe Bock, Leute. Ich habe wirklich Bock. Und wenn ich hier schon diese Night of the Rabbit Musik höre, dann habe ich einfach schon wieder gute Laune. Außerdem haben wir ein First-Person-Model. Ja, wir spielen mit dem Patrix Texture Pack. Alle Mods, die hier benutzt werden, sind völlig kostenfrei. Das Einzige, was Geld kostet, ist dieses Texture Pack. Davon gibt es aber auch eine Free-Version. Ja, die ist dann in einer etwas geringeren Auflösung. Ich aktiviere mal direkt hier den Schrein. Und wir können eigentlich Dorf am Wald. Dorf am Meer. Nennen wir das jetzt einfach mal, oder? Genau, und dann können wir nämlich Folgendes machen. Wir können das hier auch auf unserer Map. So, Create Waypoint. Und dann nennen wir das auch Walddorf. Huch. Walddorf am Meer. Das können wir dann hier zum Beispiel dunkelgrün machen. Und dann wichtig: World Map Local bestätigen. So, irgendwie ist hier bei dem Kartenmod, warum ist hier schon die Karte? Achso, weil das hier mein eigentlicher Spawn war, aber wir ja gesagt haben, wir wollen hier in einem Dorf spawnen. Ja, ansonsten wären wir hier irgendwo gespawnt, deswegen ist die Karte schon generiert. Irgendwie ist es verbuggt in der neuen Version, dass wenn ich mit dem Mausrad zoome, dass das übel krass empfindlich ist. Deswegen muss ich anfangen, hier diese Sachen zu benutzen. Ich würde das jetzt erstmal, wobei ein bisschen kleiner können wir es nochmal, erstmal so lassen. Und wir haben den jetzt hier auf der Karte markiert, aber wir sehen den nicht hier in der Map schweben. Das ist immer ganz geil. Oh, die Blätter von dem Patrix Texture Pack sind so nice. Ja, ich bin mal gespannt. Ich wollte erst mit der 128er Version spielen, aber die Texturen sind dann so hoch aufgelöst, dass irgendwie so ein bisschen dieser Minecraft-Flair, finde ich, verloren geht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das erstmal zu lassen. Oh, hier ist es so schön. Ich fühle mich jetzt eigentlich schlecht, hier direkt Bäume zu fällen. Aber ich muss, denn ich muss mir ein bisschen Ausrüstung besorgen. Das Modpack ist komplett Vanilla-friendly. Das heißt, wir spielen Vanilla-Minecraft. Es ist einfach nur optisch überarbeitet. Sowohl die Weltgeneration als auch grafisch halt einfach ein paar Veränderungen. Aber das Gameplay ist Vanilla-Gameplay. Das finde ich immer ganz geil, weil ja, man kann Modpacks machen mit 1000 verschiedenen neuen Sachen. Aber ich mag es eigentlich immer, wenn man Standard einfach Minecraft spielt. Ja, einfach ein bisschen chillen. Huch. Einfach ein bisschen chillen, einfach ein bisschen Häuschen bauen, einfach ein bisschen erkunden. Das macht mir persönlich ja Spaß. Und ich liebe es halt einfach. Jetzt muss ich mal gucken. Ich liebe es ja einfach, wenn Minecraft so schön aussieht, ne? Das ist wirklich, das bereitet mir wirklich Freude. Ich habe einen Mod drin, den habe ich zum ersten Mal drin. Der sorgt dafür, dass man durch Blätter durchläuft. Ja. Also auch interessant. Ich pflanze den jetzt hier wieder an, dann kann er nämlich nachwachsen. Und gehe mal ganz kurz zurück hier hin und würde mir mal eben, oh, hier ist eine Katze, kurz hier eine Werkbank bauen. Und ihr hört schon, die ganzen Sounds sind auch überarbeitet. Das ist ziemlich geil. Und wenn wir hier einen Stock auswählen oder Holz auswählen, ja, jetzt laufen hier natürlich 1000 Leute um mich rum, deswegen hört man es nicht so gut, aber das sorgt dafür, dass jedes Geräusch dem Block zum Block passt, ne? So. Wir machen kurz eine Spitzhacke. Und dann baue ich mich hier ganz kurz runter, hole mir ein paar Steine, dass wir uns kurz eine Steinrüstung machen können. Also Ausrüstung, besser gesagt. Und dann können wir auch erstmal drauf los erkunden. Hier, das ist natürlich klar, dass ich den Mist hier direkt wieder kriege, den ich nicht brauche. Mal ein bisschen hier zur Seite gehen. Ja, also wir haben dieses First-Person-Model hier, dass man sich selber sieht. Ja, die Animationen sind alle überarbeitet, die Kamera ist überarbeitet. Ihr seht schon, wenn ich so laufe und zur Seite gucke und so, man hat so ein bisschen, dass der Kopf sich neigt und so. Lauter so Kleinigkeiten sind das, die aber das Spiel auf jeden Fall nochmal aufwerten. Genau, wie gesagt, das Soundsystem ist überarbeitet. Generell alle Sounds sind überarbeitet. Wir haben Footsteps drin. Hört ihr ja schon, wenn wir hier über die Steine laufen.
ja, die Sounds, wenn man Sachen abbaut und so, sind alle überarbeitet. Also solche Spielereien, sag ich mal, ne? Wie gesagt, ansonsten gameplay-technisch ist bis auf die Weltgeneration eigentlich alles ganz normal. Genau. Es gibt keine neuen Items. Ich bin mal gespannt. Ich habe einen Mod installiert, der Brücken generiert. Mal schauen. Ja, ich habe nicht den Mod drin, mit dem man selber Brücken bauen kann. Den hatte ich ja sonst immer drin. Aber ich habe versucht, nichts zu installieren, was Blöcke hinzufügt. Einfach damit hier das Texture Pack auch wirklich jeden Block abdeckt. Aber ich glaube, die Kirschblätter sind in der Version aktuell noch nicht drin. Von Patrix. So, ich mache einfach mal hier ganz hässlich zu. Und dann machen wir hier so erstmal eine Steinspitzhacke. Hier von. Huch. So. Ups, jetzt habe ich aus Versehen 2 gemacht. Das wollte ich gar nicht. So, 1, 2, 3 und 4. Dann lassen wir das hier erstmal. So, die Werkbank würde ich aber auch einfach mitnehmen. Genau, hier sind die Homies. Ich rede jetzt nicht großartig mit denen, weil. Ist eigentlich relativ uninteressant. Was ich aber machen würde, ist natürlich hier wieder das Dorf so gut es geht berauben. Das ist ja fast schon... Ups. Ach komm, ich erzähle dir einen Witz hier. Ah ne, hab ich gar nicht. Kitty Jane passiert, ist in etwa vor einem Jahr von hier weggewandert. Ja, freue ich mich auch, was mit der Kitty Jane passiert ist. So, das haben wir schon. Ich höre hier auf jeden Fall eine Kitty, aber ich glaube, die ist nicht gemeint. So, ein Bett nehme ich mir direkt mal mit. Hier waren Schäfchen. Die würde ich auch kurz einfach... kaltblütig abschlachten, damit ich die Wolle krieg. So, was ist das? Nehme ich auch mit, ne? Ja. Guck nicht so blöd. Ich nehme dir alles weg. Fackel zum Beispiel. Sehr gut. Fackel kann man immer gut gebrauchen. Jetzt am helligen Tag brauche ich sie erstmal nicht. Ich hätte gern noch ein paar geile Sachen. So Loot und so ein Kram. Habt ihr hier nicht mal ein paar Kisten für mich, du? Warte mal, dafür brauchen wir eine Axt. Ich mit Bücherregale nehme ich mit. Ich liebe das am Anfang einfach Dörfer zu plündern. So, ein paar Fackeln kann man auch noch gebrauchen. Es ist einfach immer schön. Ich versuche es halt von außen nicht kaputt zu machen, weil es hier schön aussieht. Was ist das? Ein Entenei. Gehe ich hier direkt in eine Höhle rein. Eigentlich nicht so smart, aber die Ente, die lockt mich hier runter. Oh, hört ihr diese Sounds? Schon geil. Okay, aber hier gibt's nichts. Wir könnten uns hier bestimmt in eine Höhle graben, wenn wir hier weiter gucken. Aber hier ist erstmal nichts. Okay, ich gehe wieder hoch. Hoch. Ich gehe wieder hoch. So. Die packen wir wieder weg. Oh, ja, das schöne Wasser. Ach, herrlich. Guck mal, hier ist noch ein Entenei. Nehme ich einfach auch mit, du, ne? Und hier, Tinte. Sag mal, ich krieg hier richtige Willkommensgeschenke. So, jetzt hätte ich aber trotzdem gern noch irgendwie mal eine Kiste oder so in irgendeinem Haus gefunden. Vielleicht hier hinten. Einfach so Eisen oder so drin wäre. Das wäre geil. Komm, ganz ehrlich, nehme ich auch noch mit. Ich pack das mal kurz alles hier nach oben, so. Wenn ich jetzt dieses Schwert in der Hand habe, wir wollen ja hier den Dorfbewohnern keine Angst machen. Hier, dieses Haus sieht doch aus, als wäre da für mich was Schönes drin. Oder, Leute? Was meint ihr? Erwartet uns... Ach, das sind sogar zwei Häuser, aber die grenzen irgendwie aneinander. Erwartet uns jetzt hier mal wenigstens eine Kiste? Nee, aber noch zwei Betten. Betten kann man nicht stacken, ne? Ja, dann brauchen wir die eigentlich auch nicht mitnehmen. Ich habe auch den Backpack-Mod drin. Allerdings müssen wir dafür mal kurz in die Steuerung gehen. Tastenbelegung. Und hier gucken, weil beim Backpack-Mod, wenn wir den öffnen wollen, müssen wir mal gerade schauen. Da ist nämlich die Taste. Aber wo haben wir denn den Backpack? Skin-Bibliothek öffnen. Packe ich mal dahin. Brauchen wir eigentlich nicht. Rucksack-Inventar wollen wir auf B für Backpack. Und neuer Wegpunkt machen wir einfach auf Ü, weil das benutze ich eigentlich nicht.
Und jetzt, ja, okay, wir haben überhaupt kein Backpack. Ja, dann kann ich natürlich auch kein Backpack öffnen, wenn ich keinen habe. Soll ich mal gerade gucken, aber leuchten? Ja, wir leuchten im Dunkeln mit einer Fackel, ne? Ja, geil, das liebe ich ja an den Shadern. Das ist einfach super. Das ist so witzig, wie klein die ist. Die ist so klein, komm, wir erzählen dir einen Witz. Ich erzähle dir einen Witz über ein Tier. Oh, das ist lustig, oder? Okay, der Witz hat ihr wohl nicht so gut gefallen. Schicke Rüstung, Victoria. Ja, irgendwie haben die hier keinen Bock mit Kisten mir zu dienen. Was ich akzeptieren muss. Aber ich würde mich dann kurz einfach hier mal bei jemandem ins Bett legen, wenn es gerade sowieso Nacht wird. Okay, ist das noch nicht dunkel genug? Oh, das ist schon schön. Eigentlich könnte ich noch einen schönen Screenshot hier machen. Ja, so vielleicht. Ah, zoomt ein bisschen arg weit dran. Ich mach mal hier einen. Aber der ist nicht so geil. Ich glaube, nee, da mache ich lieber morgen früh einen. So. Aua. Jetzt legen die sich... Die legen sich doch bestimmt jetzt hier in das Bett, wo ich hin will, ne? Achtung, ich muss mal durch. Nee, ich bin der Erste. Easy Snack. Geil. Da lag ich als Erster im Haus. Gut, nächster Tag. Ich würde sagen, ich bleibe auch gar nicht hier. Ich breche auf. Ich würde allerdings mal eben kurz hier die Schafe eliminieren, auch wenn es mir leid tut, aber ich brauche eure Wolle. Denn wenn ich mir ein Backpack machen will, ist das eine Katze, brauchten wir, glaube ich, Wolle. Da fällt mir ein, mir wird das wahrscheinlich jetzt in den Folgen immer mal wieder so gehen, dass mir noch ein Mod einfällt, den ich installieren will. Zum Beispiel der Mod, der mir Rezepte anzeigt. Den habe ich vergessen. Den brauchen wir natürlich. Den mache ich vor der nächsten Folge noch rein. Außerdem packe ich auch noch den Mod rein, der die Nächte skippt quasi. Das heißt, dass wir längere Tage haben, kürzere Nächte und dass wir nachts einen Zeitraffer haben. Und wir durchs Fenster sehen können, wie die Zeit vergeht. Das ist auch immer ganz geil. Und ich nutze ja immer die Nächte, dann um was zu trinken. Alte Tradition hier in meinem Let's Play. Das ist das erste Mal, dass ich Minecraft mit Facecam spiele. Nicht ganz das erste Mal, in meinem allerersten Minecraft Let's Play hatte ich sie aus Versehen an, ohne es zu merken. Das war sehr unangenehm. Jetzt ist es hier so, dass ich mir gedacht habe, oh, weißt du was, du machst die Facecam einfach mal mit rein. Weil ich gucke auch lieber Let's Plays von Leuten, die Facecam mit drin haben. Und wenn man dann noch so wunderschön wie ein Adonis aussieht, dann ist es doch wirklich eine Bereicherung für alle. Nicht. Gut. Hier, ich läute mal und mache euch Angst. Die Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Ja, wir haben eigentlich alles Nötige, um aufzubrechen. Ich würde mir vielleicht kurz... Hä? Ich bin so dumm. Ich würde mir kurz einen Ofen bauen. Wobei, vielleicht habe ich nicht einen Räucherofen. Nee, einen Schmelzofen habe ich aufgesammelt. Okay, egal. Den stelle ich mir kurz hier hin und brate mir kurz das Fleisch. Und kann mir hier raus ja schon mal eine Menge Brote machen. Das ist geil. So. Guck mal, das geht perfekt auf. 51 Brote haben wir direkt. Na, da muss ich mir erstmal um Essen, glaube ich, keine Sorgen machen. So, das braten wir gleich noch. Hau ich mir doch mal direkt ein Brot rein. Ja, die Eating-Animations haben natürlich leider nicht die richtige Textur. Ich finde das so geil, wie wir dieses Brot jetzt hier in der Hand halten. Ah, das ist ein cooler Mod mit der First-Person-Überarbeitung. Dass wir so ein Profil haben. Ja, ich kann mal gerade auf die Map gucken. Ah, guck mal, hier ist direkt noch ein Dorf. Aber warum ist das so lila? Und warum ist diese Empfindlichkeit so hoch? Das war früher doch nicht so. Kann ich das... Waypoint Scale? Hm. Neue Chunks laden an, Belichtung an, Geländetiefe an, Fußabdrücke an. Hm. Next. For local waypoints. Map writing distance. Hm, weiß nicht, vielleicht kann ich irgendwo die Empfindlichkeit ein... Aber die ist übel extrem, die Empfindlichkeit. Gut, dann müssen wir das eben hier mitmachen. Das hier sieht auch sehr interessant aus, was auch immer das hier für ein Biom ist. Ja, vielleicht peile ich dann sogar mal an, dahin zu gehen. Ich würde nur eventuell kurz noch, bitte,
Wo habe ich den Ofen hingestellt? Bin ich dumm? Wann bin ich von dem Ofen weggelaufen, soweit? Ohne es zu merken. So, dann packen wir das noch kurz rein. Ich weiß gar nicht, kann ich hieraus irgendwas machen? Ja, dafür muss ich auf jeden Fall noch den Mod installieren, der mir die ganzen Rezepte zeigt, wenn ich die brauche. Das ist überlebensnotwendig. So. Ja, lach nicht so, ich meine es ernst. Das ist wirklich, für mich ist das überlebensnotwendig. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt hier herstellen müsste? Die nehme ich mal hier noch mit hin. Hi. Hi. Was kann ich dir denn erzählen? Willkommen Reisender, was führt dich aus das Dorf? Ich wollte eigentlich nur die Nacht hier verbringen. Wir haben kein Gasthaus, um ehrlich zu sein. Fehlt uns das Fachwissen, um ein richtiges zu bauen. Ach, da erzähle ich dir erstmal einen Witz über ein Monster. Warum sollte das lustig sein? Tu allen einen Gefallen und bleib bei deinem normalen Job. Irgendwie scheinen die alle meine Witze nicht so lustig zu finden. Na gut, Leute. Dann gehe ich ins nächste Dorf, ganz ehrlich. Und ziehe ich weiter. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft The World Before. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wie gesagt, alle Informationen zu den Mods findet ihr auf meinem Discord. Link dazu ist in der Beschreibung. Und alle Mods sind kostenlos. Und das Texture Pack hat auch eine kostenlose Variante in 32x32. Wenn ihr die 64er, mit der ich hier spielen wollt, müsst ihr auf Patreon, dem Ersteller des Patrick's Texture Pack, ein paar Euro da lassen. Weiß gerade selber gar nicht mehr genau, wie viel es war. Ich habe das schon relativ lange. Ja, das war's für die erste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zur nächsten. Macht's gut, Leute. Ciao.